Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Das heutige Thema: die absolute Feuchtigkeit. Wir betrachten die relative Feuchtigkeit, die Temperatur und den Taupunkt und wie diese mit dem Messprinzip der absoluten Feuchtigkeit zusammenhängen. Bevor wir in das Thema einsteigen, machen wir ein kleines Experiment. Erraten Sie doch einmal die Füllmenge der beiden Gläser. Wenn Sie jetzt davon ausgegangen sind, dass beide Gläser gleich viel Wasser beinhalten, müssen wir Sie leider enttäuschen. Wahrscheinlich haben Sie getippt, dass beide Gläser gleich voll, also zu 50% gefüllt sind. Diese Aussage stimmt grundsätzlich, doch beinhalten beide Gläser eine unterschiedliche Menge an Wasser. Dieses Experiment verdeutlicht uns, dass wir nur schlecht darüber urteilen können, wie viel Feuchtigkeit sich in einem Raum befindet. Was dieses Experiment mit der absoluten Feuchtigkeit zu tun hat, erfahren Sie nun in diesem Video. Bevor wir über die absolute Feuchtigkeit sprechen, sollten wir erst einmal drei wichtige Punkte betrachten. Diese sind die relative Feuchtigkeit, die Temperatur als auch der Taupunkt. Die relative Feuchtigkeit beschreibt den Anteil des Wasserdampfes in der Luft. Es gibt eine Höchstmenge an Wasserdampf, der in der Raumluft aufgenommen werden kann. Diese Höchstmenge kann durch die relative Luftfeuchtigkeit beschrieben werden. Sie wird in Prozent angegeben und zeigt das Verhältnis zwischen dem momentanen Wassergehalt und des maximal möglichen. Wenn man die Temperatur der Raumluft in Abhängigkeit des Feuchtigkeitsgehaltes betrachtet, stellt man fest, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft. Ist die Temperatur des Innenraumes zu kalt und befindet sich mehr Wasserdampf im Raum, als von der Luft aufgenommen werden kann, so kommt es zur Bildung von Kondenswasser an Wänden, Decken oder Gegenständen, die sich im Raum befinden. Mit steigender Temperatur kommt es auch zum exponentiellen Wachstum der Sättigungsgrenze des Wasserdampfgehaltes in der Raumluft. Für jede Temperatur kann man eine eindeutige Sättigungskonzentration bestimmen. Die Luft kann dauerhaft erhebliche Mengen Wasserdampf aufnehmen, bis die Sättigungsgrenze erreicht ist und Wassertropfen abgegeben werden. Der Taupunkt bezeichnet die Temperatur, bei der die Kondensation an Oberflächen einsetzt. Wenn die wärmere Raumluft auf die kalte Oberfläche trifft, wird die Feuchtigkeit in Form von Kondensat auf der Oberfläche sichtbar. Der Grund dafür ist die niedrige Sättigungsgrenze in unmittelbarer Nähe der Außenwand. Den Effekt des Taupunktes hat jeder schon einmal im Alltag gesehen und er kann dadurch sehr einfach veranschaulicht werden. Das beste Beispiel ist, wenn man im Sommer eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank holt und sie auf die warme Umgebungsluft trifft. Die kalte Flasche kühlt schlagartig die Luft in ihrer Umgebung ab. Die Feuchtigkeit in der Umgebungsluft kondensiert und ist in Form von kleinen Tropfen an der Oberfläche der Flasche sichtbar. Mit dem Wissen rund um die relative Feuchtigkeit, die Temperatur und den Taupunkt können wir jetzt die absolute Feuchtigkeit erklären und besser verstehen. Die absolute Feuchtigkeit wird in Gramm pro Kubikmeter angegeben und ist ein direktes Maß für die enthaltene Wasserdampfmenge in der Raumluft. An ihr kann man direkt erkennen, wie viel Kondensat zu erwarten ist oder wie viel Wasserdampf die Luft aufnehmen kann. Wir wissen bereits, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und kalte Luft schneller gesättigt ist. Doch wie wirkt sich diese Aussage auf die absolute Feuchtigkeit aus? Weil die Sättigung warmer Raumluft erst mit einer hohen Feuchtigkeitsbelastung erreicht wird, besitzt warme Raumluft die Eigenschaft, eine hohe absolute Feuchtigkeit aufzuweisen. Dieses Phänomen ist vor allem im Sommer zu beobachten und kann unbemerkt bleiben, da trotz hoher Feuchtigkeit kein Kondenswasser entsteht. Kalte Luft hingegen nimmt einen deutlich geringeren Anteil Feuchtigkeit auf. Die absolute Feuchtigkeit kann deshalb niedriger sein. Da es hier aber zu einer schnelleren Übersättigung kommt, kann diese in Form von Kondenswasser sichtbar werden.
Da die Problemstellung einer zu hohen Feuchtigkeit in Gebäuden zu einer Gefahr für Mensch und Bausubstanz werden kann, wollen wir abschließend die Frage beantworten, wie wir das Wissen über die absolute Feuchtigkeit sinnvoll nutzen können. Wir haben gezeigt, dass das Beheizen von Räumen ohne die Kenntnis der klimatischen Bedingungen keine Vorteile bringt. Es ist zu teuer und in einigen Fällen der Raumnutzung nicht angemessen. Nachhaltiger wäre es, einen Ansatz zu wählen, der energieeffizient ist und zudem Vorteile bei der Reduzierung der Feuchtigkeit im Raum bietet. Daher kann sich der Austausch der feuchten Innenraumluft mit weniger feuchter Luft von außen unter der Berücksichtigung der absoluten Feuchtigkeit lohnen. Dieser Austausch erfolgt idealerweise mit einer automatischen Klimasteuerung. Diese misst permanent und automatisch die absolute Feuchtigkeit im Innen- und Außenbereich und ermittelt geeignete Zeitpunkte zur Raumlüftung. Mittels angeschlossener Ventilatoren wird die Feuchtigkeit aus dem Raum geleitet und zeitgleich wird auch trockene Luft aus dem Außenbereich in den Raum eingebracht. Dieser Luftaustausch senkt die Feuchtigkeit nachhaltig und ist zudem energieeffizient und kostensparend. Abschließend kommen wir nun auf unser Ausgangsexperiment zurück und müssen feststellen, die Sinne des Menschen sind nur bedingt für die Einschätzung klimatischer Bedingungen geeignet. Wenn es darüber hinaus um die Frage geht, wie feucht zu feucht ist oder ob das Öffnen des Fensters jetzt zu einer Verbesserung oder Verschlechterung des Raumklimas führt, scheidet der Mensch gänzlich aus. Die Betrachtung der absoluten Feuchtigkeit als physikalische Messgröße liefert hierfür viel eindeutigere und vergleichbarere Messwerte. Daher ist der Vergleich der absoluten Feuchtigkeit vor allem bei der Gebäudelüftung ein hervorragendes Lüftungsprinzip. Wenn auch Sie energieeffizient lüften wollen, kontaktieren Sie uns jetzt. Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihre Anfrage.